Und damit hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge des Morrowind Let's Plays, beziehungsweise der 5. Folge des Morrowind Tribunalet Ons, wo wir gerade auf der Suche sind, jemanden zu finden, der im Tempel, oh, mach mal kurz so auf, der im Tempel uns Informationen gibt. Wir machen also die optionale Questreihe Royal Palace, weil uns das dahin geführt wurde. Und wir sollen hier jemanden finden, der uns ein paar Informationen über die wahren, über die Denkweise des Tempels zum König gibt. Und das sollen wir dann der eine Wache da oben sagen. Und das machen wir gerade. Und wir sind auf der Suche nach einem Typen namens Galsa. Mit dem soll ich reden. Ich habe keine Ahnung, wo wir den finden werden. Aber ich denke, das wird sich... Tretet aus den Schatten im Namen der Geister. Mit ihr soll ich reden. Die Neravine hier in Krampfeste. Sehr interessant. Unzufriedenheit im Tempel. Ich bin ein getreuer Gläubiger, aber Al-Malexia gibt mir ein ungutes Gefühl. Die letzten 50 Jahre ist der Tempel nicht mehr unter uns gewandelt und hat uns weder zugehört noch zu uns gesprochen. Das hat mich beunruhigt und mich traurig gemacht. Ließ uns unsere Götter im Stich. Ließen uns unsere Götter im Stich. Wurden sie schwach? Aber seit Al-Alamexia ja nun wieder unter uns ist, sind meine Sorgen größer, nicht geringer geworden. Ihr Antlitz leuchtet vor Hoffnung und Macht, aber eure Worte scheinen dunkel und bitter. Nach dem Tempel und König Erkundung, Geduld und Mitgefühl zuhörig, Meramilo, geduldig und mitfühlend zuhören. Al-Malexias Kanzelworte, was ist das denn für ein Wort? Sind voller Mitgefühl, Verständnis und Weisheit. Und Glaubhaftigkeit. Gläubigkeit. Aber neuerdings befassen sich ihre Predikten immer mehr mit der Vernichtung der Sünder, der Bestrafung, der Törichten und der Belohnung der Gläubigen. Der folgsamen Blindingsgläubigen. Ja. Dies sind schwierige Zeiten und in schwierigen Zeiten müssen wir hart sein, um zu überleben. Mein schwindender Glaube lässt mich erschauern. Aber die Gottheit, die ich einst so sehr liebte, jagt mir nun Angst und Schrecken ein. Nach dem Tempel. Fragen, ob man die Unterhaltung zu einem späteren Zeitpunkt fortführen kann. Nee, nach dem Tempel und König Helset erkundigen. Was? Warum fragt ihr mich das? Das ist ein Irrtum. Ihr seid nicht von hier und man teilt seine Zweifel nicht mit Freunden. Ich will nicht mit Fremden. Ich will nicht mit euch darüber reden. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Meramilo und die abtrünnigen Priester erwähnen. Ihr seid ein Freund von Meramilo? Dann werde ich offen reden. Helset hat König Litan ermordet und die Krone an sich gerissen. Es ist egal, dass König Litan ein Tölpel war. Er war unser Tölpel. Solange der Marionettenkönig ein Scherz war, konnten wir lachen und ihn ignorieren. Helset ist kein Tölpel und niemand ist zum Lachen zumute. Wenn Helset tatsächlich versucht, sich zum König zu krönen, dann schwört Al-Malexia und der Tempel, ihn zu zerstören. Das war die Information, die wir brauchen. Danke, danke, danke. Galsa Andrano, eine Heilerin in Al-Malexias Tempel, ist die Art Tempelinformant, nach der Tenios de Litan sucht. Sie sagte, wenn Helset ernsthaft versucht, König zu werden, seien Al-Malexia und seine Tempel darauf eingesporen, ihn zu zerstören. So, das nur als Info, was ich jetzt gerne noch machen möchte. Weil ich sehe die ganze Zeit, dass meine Axt da unten kaputt ist. Ich will die gerne reparieren. So, und damit haben wir einmal alles repariert, was ich habe. Schmieden verbessert sich ja nur langsam. Weil das habe ich, wie gesagt, schon länger unten da unten gesehen und wollte das gerne mal noch fix reparieren. Und jetzt sind wir... Ach, hier müssen wir raus. Jetzt gehen wir zurück zu dieser einen Wache da und erklären ihm das. Dass wir eine Information gefunden haben. Das war hier unten. Genau. Und jetzt hoch. Ne, wir sind falsch. Wir sind falsch.
Was seid hier? Gegrüßt. Sehr. Hier sind wir richtig. Und dann hier hoch. So, so, so. Und dann hier da rein. Und mit ihm reden. Die Neuen und das Kaiserreich. Unzufriedenheit im Tempel. Habt ihr eine Tempelinformantin gefunden, der uns sagen kann, ob der Tempel gewillt ist, König Helser zu akzeptieren oder ob man Informationen oder ob man vorhat, gegen ihn vorzugehen, gegen ihn einzugehen. Tempelinformant. Galsa Androa sagt, was sie meint und klingt euren Berichten nach aufrichtig. Ihr seid gut mit ihr umgegangen. Der Tempel scheint einzusehen, dass König Helset nicht damit zufrieden ist, eine Marionette wie König Littat zu sein und Pläne gegen uns schmiedet. Sehr, sehr gute Arbeit, Dickwanst. Der König wird von euren treuen Diensten hören. Und nun könnt ihr uns bei einer anderen Angelegenheit helfen. König Helset sorgt sich, dass es Verräter unter den Wachen geben könnte. Verräter unter den Wachen. Ich habe viele der Wachen des früheren Königs durch zuverlässige Männer ersetzt. Doch auf einige erfahrene Wachen konnte ich nicht verzichten. Ich bin aber sicher, auf welcher Seite sie stehen. Ich werde so tun, als wolltet ihr der königlichen Wache beitreten. So habt ihr einen Vorwand, mit den Wachen zu sprechen und sie auszuhorchen. Wenn ihr irgendwelche Anzeichen von Verrat oder Untreue entdeckt, erstattet mir Bericht. Unternehmt selbst nichts. Ich werde euch das weitere Vorgehen entscheiden. Ich werde mich noch nach einzelnen Wachen erkundigen. Ich bin mir nicht sicher, was von einigen der ehemaligen Wachen des Königs zu halten ist. Das heißt von Evo Oteloth, Ivulen Irano und Aleri Aren. Keiner von denen ist besonders schlau. Nicht so dumm, einen Verrat zuzugeben. Aber vielleicht nicht schlau genug, die Spuren zu verwischen. Okay, theoretisch gesehen müsste ich mir jetzt die Namen aufschreiben, damit ich weiß, was ich zu machen habe. Aber ich kann auch mal ganz kurz hier gucken, ob ich hier schon den notwendigen Hinweis bekomme, mit wem ich reden soll. Speak with Bowser, okay, hier kriegen wir schon die Erklärung, mit wem ich reden soll. Also mit Ivulen Irano, das heißt, wir können hier weitermachen. Ich werde mich darum kümmern. Euer Tagebuch wird aktualisiert. Mein Tagebuch, was steht jetzt hier drinnen? Ich habe Tineus Dilithan erzählt, dass ich mit Galsa Antrano, einer Heilerin, in Almalexias Tempel gesprochen habe. Von ihr habe ich erfahren, dass Almalexia und der Tempel darauf eingeschworen sind, König Helset zu töten, falls er ernsthaft versuchen sollte, König zu werden. Tineus Dilithan schien sehr zufrieden damit zu sein, wie ich mit der Angelegenheit umgegangen bin. Jetzt gibt er mir die nächste Aufgabe, und das steht hier als nächstes im Tagebuch. Tineus Dilithan hat Zweifel an der Loyalität einiger Mitglieder der königlichen Wache. Um mit den Wachen reden zu können, soll ich mich als jemand ausgeben, der der Wache beitreten möchte. Dann soll ich sie aushorchen und nach Beweisen für Abtrünnigkeiten suchen. Wenn ich einen Hinweis auf Verrat oder den Beweis für Abtrünnigkeit finde, soll ich ihn zu Tineus Dilithan bringen. Ich darf nicht gegen eine Wache vorgehen, sondern soll die Tineus Dilithan entscheiden lassen, was zu tun ist. So, jetzt ist bloß die Frage, kriege ich diese Information, wo dieser Typ ist, raus oder nicht? He can found in the Voice Throne Room guarding King Helset. Direkt hier im Raum. Ich muss für die Questen den Raum nicht mal verlassen. Er? Wartet? Ja, hier ist es. So, jetzt, laut Anleitung soll ich also... Ach nein, wir machen das mal ohne Anleitung und schauen mal, ob wir das ohne Anleitung hinkriegen. Bei diesen NPCs ist die Sache zu regeln und mein Speicherknopf funktioniert wie immer nicht.
Allgemein, nee, nicht allgemein Steuerung. Und deswegen machen wir noch fix einen Quicksave, dass wenn das Ganze hier schief geht, dann können wir neu laden. Ansonsten probieren wir das Ganze mal ohne Wiki. Ich bewahre das kaiserliche Gesetz. Und jetzt geht weiter. Königlichen Wache beitreten. Warum hat Tintios, Delitan, euch zu mir gesandt? Wenn ihr wünscht, dass ihr die königliche Wache angehört, dann wird das auch so passieren. Das betrifft mich nicht. Ob es mir gefällt? Ich glaube, glaubt ihr etwa, ihr seid, ich sei von gestern? Ich spreche nicht mit Fremden. Der alte König Letan mag ein bisschen verrückt gewesen sein, aber er hat mich gut behandelt und König Helset ist kein Narr. Er muss ein paar erfahrene Männer wie mich um sich haben. Den ganzen Neulingen wie euch muss man erst einmal alles beibringen. Eure Verbindung zum Haus Halul erwähnt, das mache ich mal. Oh, wirklich? Weiß Tintelles davon? Habt ihr mit Aleria angesprochen? Aleriaren gesprochen? Ihr solltet ihr sagen, dass ihr den Haus Halul angehört. Wirklich? Aber verratet es nicht Tintilus. Tintirus, sagt es nur Aleriaren. Ivulen Irano wies mich besonders darauf hin, Aleri Aren von meinen Verbindungen zu dem von den Halu zu erzählen. Er wies mich ebenso besonders darauf hin, nichts. Oh mein Gott, die Wörter wieder. Ich lese den Namen schon fünfmal vor und ich verkacke ihn immer wieder. Tinios Delitan, nichts zu erzählen. So, Vicky, soll ich was machen? Du bildest dir schon Dinge ein. Ich soll vorher noch mit ihr reden, bevor es weitergeht. Das machen wir dann auch noch. Erlehe ist Niffing in the Guards Quader. Irgendwo im Guards Quader. Okay, dann machen wir das doch mal. Und suchen jetzt jemanden namens Aleri Aren. Den suchen wir jetzt. Ja? Und er soll irgendwo in den königlichen. Das ist der Keller, das ist der Hof. Das ist das Depot. Ja? Im Quaderleben. Ich habe aber keine Ahnung. Wenn ich euch mit wenigen Worten helfen kann, so ist es mir eine Freude, mit euch zu sprechen. So, gucken wir mal ganz kurz hier. Quader Depot. Schön euch wieder. Die Gerechtigkeit. Ich hatte Quartiere. Das heißt Quader. Okay. Und hier haben wir schon. Allee Aren. Ich hatte nicht erwartet, den Eravine hier in Kramfeste anzutreffen. Der königlichen Wache beitreten. Ich bin schon mein ganzes Leben lang Mitglied der königlichen Wache. Wie auch meine Mutter und deren Mutter zuvor. Viele Jahre habe ich König Letan gedient und nun werde ich König Helset dienen. Lang lebe der König und lang lebe der Kaiser. Es geht mich natürlich nichts an, aber warum wollt ihr eine Wache werden? So wie ihr aussieht, seid ihr als Abenteurer doch ganz gut zurechtgekommen. Eure Verbindung zum Haus Halul erwähnen. Was hat er? Ivulen Irano hat euch gesagt, dass ihr mich über eure Beziehung zum Haus Halul unterrichten sollt und dass ihr Tinios Delitan nichts davon sagen sollt? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Seid ihr sicher, dass ihr euch nicht verhört habt? Er ist nicht gerade der Hellste. Mitunter redet er konfus. Ich würde mir darüber keine Gedanken machen. Sobald ich dazu komme, werde ich mit Ivulen Irano sprechen. Ich bin sicher, dass das ganz einfach ein Missverständnis war. Und was das war eigentlich jetzt schon der Hinweis, den wir gesucht haben. Und ich gucke mal nochmal kurz in unser Tagebuch rein. Das war jetzt schon der Hinweis, den wir gesucht haben und können damit jetzt zu dem unseren Auftraggeber zurückgehen, um die Informationen dort preiszugeben. Wie Ivulen Irano vorgeschlagen hat, sprach ich mit Aleri Aren über meine Verbindung zu den Halul. Aleri Aren verhielt sich, als ob sie nichts wüsste, wovon er geredet hat. Ich vermute, dass Ivulen Irano mir etwas erzählt hat, dass er nicht hätte erzählen dürfen und dass Aleri Aren ihn deckt. Gut. Auf geht's. Hier wieder rein. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gut vorangeschritten in der Story. Die Gerechtigkeit. Ich hätte gedacht, dass wir länger brauchen.
Lang lebe der König. Lang lebe der König. Verrat Unterwachen. Ihr habt also, wie Aluri Irano vorgeschlagen hat, mit einem über eure... Oh mein Gott. Ihr habt also, wie Ivulen Irano vorgeschlagen hatte, mit Aleri Aren über eure Halul-Verbindung gesprochen. Und Aleri Aren tat so, als wüsste er nichts davon. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht hat sie ihn gedeckt. Versucht, bessere Beweise für seinen Verrat zu finden. Vielleicht etwas Schriftliches. Ivulens Irano scheint der Schwachpunkt zu sein. Nehmt seinen Besitztümer im Quartier der Wache in Augenschein. Seid vorsichtig, lasst euch nicht erwischen. Oder ihr werdet wie ein gewöhnlicher Dieb behandelt. Achso, wir sollen noch was klauen jetzt. Echt? So, zum Thema das Klumbe lesen. Search Irano's belongs in the top of Guard Squadron. Get the hand... Ja, ich soll irgendwo die Handschrift... Sein Papier jetzt finden. Return with the information and he suggests that you look around Ian's profession in the guard quarters for any future evidence in the matter. He warns you that you notice... Ja, okay. Das brauche ich jetzt nicht weiter vorlesen. Also wir sollen jetzt im Quartier nach seiner Unterkunft suchen und dort einen Hinweis. Gramfeste. Stadt des Lichts. Stadt der Magie. Athletik hat sich auf 59 verbessert. So, dann suchen wir mal den Hinweis. Der wird hoffentlich nicht allzu schwer zu finden sein. Was wollt ihr von mir? Das ist der Kerker. Da will ich auf jeden Fall nicht hin. Gramfeste, Stadt des Lichts, Stadt der Magie. Blocken, meine die Gerechtigkeit Fresse. Schläft nie. Da nicht hin. Was haben wir hier? Regionsdepot, da will ich nicht hin. Wenn ich euch mit wenigen Worten helfen kann, so ist es mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Ja, also das ist die Notiz, die wir brauchen. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, dass ich nicht entdeckt werde, während ich mir diese Notiz hier schnappe. Ich speichere mal, was passiert denn dann? Es hat niemanden interessiert. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Okay. Ich lese mal ganz kurz die Notiz, die ich hier gefunden habe. Handgeschriebene Notiz ist das die. Habe ich gerade dies aufgehoben? Gesprochene Wort kenne ich ja. Handgeschriebene Notiz. Handgeschriebene Notiz. Eine detaillierte Aufzeichnung aller Wachwechsel der vergangenen Wochen. Die Handschrift ist winzig und kaum lesbar. Es wimmelt nur so von Schreibfehlern. Drei der Namen sind immer richtig geschrieben. Milvea Tralin, Ivulen Irano und Aleri Aren. Die Wachzeiten, denen die drei als einzige Wachen im Thronsaal sind, sind doppelt unterstrichen. Okay. Wir lesen uns das Tagebuch. In der Nähe einer Truhe, die Ivulen Irano gehört, fand ich eine handgeschriebene Abschrift des Dienstplans der Wachen der vergangenen Wochen. Die Handschrift ist winzig und kaum lesbar. Es wimmelt nur so von Schreibfehlern. Drei der Namen, bla bla bla. Die Wachzeiten, zu denen die drei im Thronsaal sind, doppelt unterstrichen. Das ist äußerst seltsam. Das wird es sein, wonach Chineus Delitan gesucht hat. Ja, das denke ich auch. Dann bringen wir ihnen das doch mal. Was wollt ihr von mir? Die Gerechtigkeit schläft nie. Oh, wie soll ich denn da runterkommen, wenn die so unglaublich nervig blocken? Wo sind wir hier? Was ist hier schon der Thronraum? Nee, das sind Gemächer. Wir müssen nach unten erstmal. Hier komme ich auch nicht raus, oder? Doch, perfekt. So, und jetzt müssen wir hier, glaube ich, rein, richtig? Nein. Jetzt müssen wir einmal quer gegenüber. Hier rein? Empfangsbereich, genau. Auf und jetzt Reisen bist und Rat du suchst. Wieder hier hoch. Die Gerechtigkeit schläft nie. Und natürlich blockt die Wache mich zu Tode. Und jetzt habe ich mich hoffentlich hier nicht zu Tode gebackt. Doch, ich habe mich gebackt.
kann mich noch ducken. Ja, aber die Wache hat jetzt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Herzlichen Glühstrumpf. Scheiß Abfrage. Aber das wird dafür sorgen, dass ich neu laden muss. Und das letzte Safe Game war... Dass ich diesen Zettel hier mitnehmen wollte. Den da. Und jetzt können wir hier eigentlich immer noch wieder warten, wenn irgendwo Wachen was sind. Was wollt ihr von mir? Dass die mich nicht zu Tode blocken. Gramfeste. Das hat funktioniert. Auf zum Empfangsbereich. Es hat uns nicht sehr viel Zeit gekostet, von daher ist das alles noch im Rahmen. Aber das mit dem Wachen ist natürlich blöd. Schläft nie. Dass sie immer dumm stehen bleiben, wenn die man... Die Gerechtigkeit schläft nie. Wenn man hier... Man müsste hier doch durchpassen. Das ist doch unglaublich. Quicksave. Und sie blockt mich halt ernsthaft jetzt... So, jetzt haben wir es. Das ist doch... Also hier, das ist nicht so geil programmiert. Ist etwas nervig. So. Verräter unter den Wachen. Das ist Ivolenz Irans Handschrift auf der Notiz, die ihr gefunden habt. Er schreibt auf, wann Tralin, Aren und Iran allein im Thronenraum unter Wache halten. Ich glaube, ich werde den Wachplan ändern, um das so zu verteilen. Vereiteln. Außerdem muss ich alle drei genau im Auge behalten. Sehr gute Arbeit, Dickwanst. Ihr habt mir unumstößliche Beweise dafür gebracht, dass es Verräter unter den Wachen gibt. Und nun brauche ich eure Hilfe, um Beweise für eine Verschwörung zu finden, die Halul-Adligen gegen König Helset planen. Ja. Tabu wurde aktualisiert, das habe ich aus Versehen gerade angeklickt. Beweise für eine Verschwörung. Die Halul-Angehörigen des alten Königs haben die Thronbeschreitung durch König Helset nur zähneknirschend akzeptiert. Vielleicht glauben sie, dass ein anderer Kandidat, ein Halul-Kandidat etwa, ein besserer Herrscher wäre. Vielleicht haben sie Pläne, eine solche Vorliebe nach Nachzug zu verleihen. Falls ja, bezweifle ich allerdings, dass sie das offen aussprechen werden. Aber vielleicht solltet ihr Haus Lithan nach Urkunden, Tagebüchern und anderen greifbaren Belegen für einen solchen Plan durchsuchen. Okay, nach der Befestigung von Haus Lithin fragen. Ihr müsst euch mit der Sache befassen. Nur die Wirte des toten Königs Revani Lithan leben noch im Haus Lithan. Es könnten Wachen da sein. Vielleicht solltet ihr die Witwe euer Beileid aussprechen und bei der Gelegenheit umsehen. Ich werde mich darum kümmern. Ja, wir wissen ja schon, wo das Haus ist. Gut, wenn ihr Beweise für die Verschwörung findet, bringt sie mir. Lang lebe der König. Wo das Ding ist, wo wir jetzt hin müssen, wissen wir ja. Ich lese mal noch unser Tagebuch vor. Nachdem ich Ivolin Irans handgeschriebene Notiz, den Dienstplan der Wachen, gelesen hatte, hat Tineas Delitan zugestimmt, dass ich klare Beweise für Verräter unter den Wachen gefunden habe. Er lobe meine Arbeit und er bat meine Hilfe in einer anderen offiziellen Angelegenheit. Tineas Delitan hat mich gebeten, das Haus Lithan nach Dokumenten, Tagebüchern oder anderen Schriftstücken, die als handfeste Beweise für eine Verschwörung der adligen Halul dienen könnten, zu durchsuchen. Die Witwe des toten Königs, Ravani Lithan, mit Namen, lebt im Haus Lithan. Und es könnte dort auch Wachen geben. Delitan schlägt vor, dass ich die Witwe mit mein Beileid bekunden und mich bei dieser Gelegenheit dort umschauen soll. Tineas Delitan hat mich gebeten, das Haus Lithan nach Dokumenten, Tagebüchern und anderen Schriftstücken, die als handfeste Beweise für eine Beschwörung dienen,
der adligen Haluldinen zu durchsuchen. So, damit gehen wir doch zu diesem einen Haus. Feste, Stadt des Lichts, die Stadt Gerechtigkeit schläft nie. Während wir wieder hier eine Wache haben, die blockt. Und ich auch nicht vorbeikomme. Und ich jetzt hier warten werde, weil ich habe keinen Bock, schon wieder zu backen. Gramfeste, Stadt des Lichts, Stadt der Magie. Es nervt so ab, dass ich immer angequatscht werde, wenn ich irgendwo rumstehe. Ja, ich hoffe, die kommen irgendwann noch auf die Idee, sich zu bewegen. Ja. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Und jetzt blockt er hier ernsthaft. Was immer ihr wünscht. Gut, so. Jetzt müssen wir nicht zum Tempel, sondern in die andere Richtung. Uiuiui. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier rechts oder links muss. Ich schaue mich mal um. Also ich weiß, wo das Haus ist. Wenn ich den Platz finde, dann weiß ich, dass ich richtig bin. Und wir sind hier richtig. Jetzt muss ich bloß wieder das Haus finden. Das war entweder das, oder es war genau gegenüber auf der anderen Seite. Und die Musik für mich ist hier äußerst, äußerst laut. Allgemein Audio. Das sind die Effekte. Und die Effektlautstärke scheint wohl normal zu sein hier. Handwerker. Da hinten, das Haus suchen wir. Das Haus. Hier und ich würde mal sagen, wir heilen uns mal. Wir rennen schon so lange mit nicht vollem Leben rum, dass wir uns auch mal voll heilen können, so nebenbei. Und jetzt sollen wir hier einen Hinweis suchen. Ich habe noch nicht gelesen, wie das Ganze funktionieren soll. Ich weiß nur eins, ich soll mit Kirche reden. Wir müssen unser Leid erdulden. Hier ist ein handgeschriebener Brief, den könnten wir wahrscheinlich gebrauchen. Wir müssen unser Leid erdulden. Lasst mich mit mich allein mit meinem Kummer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier fragen könnte. Natürlich gibt es Unzufriedenheit im Tempel. Überall sind Leute unzufrieden. Warum also nicht auch dort? Das hatte ich schon mal gemacht. Es gab auch nicht einen Hinweis. Man hat hat ihn umgebracht. Helsat hat das war der erste Hinweis. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier lösen kann, deswegen bin ich so dreist und frei und mach mal kurz wieder die Wiki auf. Ihr kennt mich ja schon, da die Rätsel in diesem Spiel echt mitunter so schwer sind, dass man sie nicht rauskriegt. Evidenz auf, zu diesem Zettel da hinten brauche ich. Speak with, in so a place, go to, find a hand with a note on the desk. Ach, ich soll die einfach nur mitnehmen. Ja, ich meine, okay, wenn das jetzt hier niemanden juckt, dass ich... Wenn er ein Sack wäre, würde ich ihn treten. Jetzt habe ich euch. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war, was ich hier gerade gemacht habe. Mein letztes Quicksave war da. Wir hatten mal kurz neu. Und da waren wir gerade hier angekommen. Okay, und als ich den Zettel... Wir müssen unser Leid erdulden. ...in die Hand genommen hatte, ging das Ganze schief, während sie jetzt dort gerade wieder blockt. Dann machen wir das mal kurz so. Find a handwritten note on the desk. Das ist die das ist der dritte Punkt. The document needed for this quest. Use Shamran, stay sneak, or whatever you need to get any way with taking the letter. If you're caught stealing, she and other people in the building will attack. Das ist die Frage, ob das jetzt ein Problem ist, wenn die mich angreifen. Aber sie verhindert aktuell eh, dass ich hier reinkomme.
Diese verdammten Schuhe bringen mich noch... Und da die Folge gerade zu Ende ist, sage ich jetzt mal, versuchen wir in der nächsten Folge irgendwie dafür eine Lösung zu finden, weil ich glaube, die alle töten ist falsch. Wenn ihm aber nichts anderes übrig bleibt, dann machen wir das so. Ich mache jetzt wieder eine kurze Aufnahmepause, weil ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, weiter Morrowind aufzunehmen. Werde aber heute im Laufe des Tages, also für euch ist Mittwoch, für mich ist Montag. Ich werde im Laufe des Tages noch die restlichen Folgen für die Woche aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt noch 2,5 Stunden Morrowind vor mir. Das wird heute irgendwann im Laufe des Tages stattfinden, aber jetzt nicht direkt im Anschluss. Und wir werden hoffentlich für das Problem hier eine Lösung finden, dass wir diese handgeschriebene Notiz dahin finden, ohne dass wir sterben. Ich muss mal noch gucken, ich weiß nämlich nicht, wie man schleicht. Könnt's mit einem Unsichtbarkeitstrank probieren. Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Das kriege ich dann morgen raus, beziehungsweise ich nachher für euch morgen. Ich bedanke mich soweit also fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage auch wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.